Hallo Welt, heute gibt's keine Bestellpizza. Warum? Weil Missgeburten Drecksfirmen immer zwischen 14 bis 17 Uhr zu haben und wir heute zwischen 14 und 17 Uhr essen. Deswegen habe ich drei Tiefkühlpizzen in den Ofen geschrieben. Ne Jean? Ja. Drei Tiefkühlpizzen in den Ofen geschrieben. Die müssen jetzt 15 Minuten oder so. Vielleicht filme ich nachher nochmal, wenn sie fertig sind, vielleicht auch nicht. Mal gucken. Jetzt kam die Pizzalieferung an. Ich esse die zwei großen, meine Freundin kriegt die kleine Pizza. Gleich machen wir sie auf. So. Meine Freundin öffnet jetzt die kleine Pizza. Und das ist das, was sie übrigens gleich drauf machen wird. Tomatenmatsch von Bio und Gurken von Bio. Von K-Klassik, Kaufland, K-Klassik, Bio. Okay, machen wir auf. Sie hat die kleine Pizza. Und ich die großen. Irgendwie immer dieselben, aber sie macht das drauf und ich schnibbel mir jetzt, schnibbelibabbel mir jetzt. Ei drauf. Da. So. Ich schnibbel mir jetzt Ei drauf. Jetzt ist es eine Ei-Pizza. Bis jetzt war es keine. Bis jetzt war es eine Margarita-Pizza. Aber so, sowas macht man halt, wenn man in Missgeburten zu komischen Uhrzeiten aufhaben. Und ratzfatz ist aus einer normalen Margarita eine Eipizza geworden. Tada! Tada! Soll ich jetzt noch filmen, wie du eine Gurke drauflegst? Bisschen einfach. Ist das schon offen? Nein. Gurke auf Pizza. So essen die gehobenen Herren. So ist das gemeine Fußvolk, Bauern, Trampel, Hartz IV Gesindel. Jetzt hat sie Gork auch wieder online, um sie so zu essen. Sie essen Gorke, sind sie schwanger? Warum essen sie denn Gorke? Köstlich. Am liebsten esse ich Gurke mit Senf. Gorke mit Eis. Das essen Schwangere. Genau, Gorke mit Senf. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo Welt. Ich habe mir jetzt aufgefallen, dass ich noch nie meinen Nachtisch gefilmt habe. Heute filme ich mal meinen Nachtisch für euch. After 8. Nicht vor, sondern nach 8. Aha. Er ist After 8. Und dazu trinkt er eisgekühltes Cola Brusch und Orange, so ein K-Klassik Billigdreck. Ja. Das gibt man natürlich in ein Glas und verdünnt es mit Fachingen. Was wir jetzt nicht sehen können, da wir kein Faching vorbereitet haben. Aber das macht nichts. Heute ausnahmsweise mal Nachtisch. Was sonst leider mal oft fehlt. Stellt euch mal hier hin. Jetzt dürfen Sie Stopp drücken. Tschüss. Unvorbereitet, wie wir waren. Jetzt gibt es das Ganze mit Fachingen. Jetzt gibt es um und das wäre der Gag des Jahrtausends. Ich stelle es mal hier wieder hoch. So, und jetzt gucken wir zu dem Abendmahl, was wir bei 17 Uhr rum essen. Wieder mal eine brandneue Folge Games of Thrones. Auf gekaufter TVT. Ja, sowas gibt's noch. Ah, ist das nicht schön. Leute, ich bin erst bei der dritten Staffel. Wer spoilert, kriegt Permaban. Nur by the way. Wir werden noch bis Ende 2020 brauchen, um alle Staffeln. Bis Ende dieses Jahres. Bis Ende dieses Jahres gucken wir alle. Ich habe alle schon geguckt. Ich weiß, was passiert. Also bei ihr dürft ihr spoilern, bei mir nicht. Da wir aber immer alles lesen, dürft ihr nirgendwo spoilern. Mich braucht man nicht spoilern. Also wer spoilert, wird erschossen. Was wollte ich jetzt? Ja, also mindestens bis, welches Jahr haben wir? Mindestens bis 2019. mindestens bis 2020 werden wir brauchen. Bis wir alle 10 Staffeln durch haben. Also wer spoilert, ihr wisst schon.